Oh Gott. Das ist so ein Moment, wo es einem, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, eiskalt den Rücken runterlaufen kann. Weil, anders als in vielen anderen Spielen, sind die Gegner und Bosse, sind hier nicht einfach nur Gegner und Bosse, sondern denen wurde eine Persönlichkeit gegeben. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening für die Nintendo Switch. Ja, wir stehen hier gerade vor der Bosstür vom Maskentempel. Aber ich will eine Sache noch austesten, bevor wir da jetzt reingehen. Den kann man anmachen. Und den kann man anmachen. Oh, okay. Ja toll, danke. Jetzt habe ich die Feen dafür nicht bekommen. Was soll das denn? Gib mir meine... Das ist Betrug. Das ist unglaublicher Betrug. Dann gehen wir halt nicht voll geheilt da rein. Wir haben... Stimmt, wir haben das Armband Level 2 bekommen. Hm, schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir sind, ja, fast voll geheilt. Scheiß drauf, gehen wir rein. Wer war das denn? Ach du! Ja, du bist ja Chili. Hey, soll ich dir einen Tipp geben? Also gut, bewirf mich auf keinen Fall mit... Hoppla, jetzt hätte ich's fast verraten. Dämonenfratze. Bin mal gespannt, wie sie den umgebaut haben, weil im Original war der eigentlich echt easy. Und was heißt bewerfen? Vor allem konnte man im Original durch ihn durchlaufen. Und, ja, okay. Im Original hatte die Bomben auch nicht mit den Dingern hier, mit den Bodenplatten wegschleudern können. Ach, die Krüge auch noch. Ist das dein Ernst? Ach, und da taucht auch woanders auf, okay. Im Original war er immer nur in der Mitte. Aber auch ansonsten recht easy. Na? Ja, also sorry. Der ist genauso ein Lappen wie im Original. Aua. Oh, 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 ich will das aber wissen. Sag mal. Okay. Hör mir gut zu. Okay. Sollte der alte Windfisch jemals aufwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du? Alles! Auch du. Oh Gott. Das ist so ein Moment, wo es einem, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, eiskalt den Rücken runterlaufen kann. Weil, anders als in vielen anderen Spielen, sind die Gegner und Bosse, sind hier nicht einfach nur Gegner und Bosse, sondern denen wurde eine Persönlichkeit gegeben. Man kann sie nachvollziehen, sie haben Angst zu verschwinden, sie haben Angst zu sterben, sagen wir mal. Weil sie eben die Legende kennen, dass das alles nur ein Traum ist. Und sie sind verzweifelt. Man hat es ja gerade gehört, wie er verzweifelt das Link noch gegengerufen hat. So nach dem Motto, mach keinen Fehler. Wer weiß, vielleicht sind die hier eigentlich alle gar nicht böse. Sondern sie haben halt einfach nur Existenzangst, ne? Ja, schon harter Tobak, ne? Aber na gut, da war es wieder dessen, ne? Gut, du hast einen Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl deiner Energie wurde erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Okay, cool. Cool, dann let's go. Oh, das ist nix ein Nee. Was war das diesmal? Korallentriangel oder so? Sieht fast so aus. Schauen wir mal. Die Korallentriangel erhalten. Sehr schön. Jetzt bin ich ruhig. Respekt. Selten hat eine Triangel so gut geklungen.
Ehrlich gesagt kenne ich sie sonst nur Gebirge, ein Ruf aus den Bergen. Ehrlich gesagt kenne ich sie sonst nur aus dem Schulunterricht, die Triangel. Aber na gut. Natürlich. Uhu, die Monster auf Kokolint befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Sie sind mächtig und könnten die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon nahe sein. Gehe nun zum Bergturm. Fliege wie ein Vogel. Uhu, uhu. Was? Hast du sowas wie Flügel bei mir gesehen oder so? Komischer Uhu. Aber na gut. Ah, stimmt ja, die Stromschnellen. Oh, Leute, ich will erstmal wo ganz woanders hin mit euch. Und zwar wartet da noch jemand auf uns. Wartet, ne? Versteht ihr? Ne? Okay, gleich werdet ihr verstehen. Gleich werdet ihr verstehen. Na schade, der mäht nimmer ab. Mein Ernst? Okay. Moment mal. Den Scheiß müssen wir zum Glück nicht neu machen. So, da wartet ja jemand auf uns, und zwar der gute Wart. Quark, ich bin Wart, der Wirt, Musikfrosch. Aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition hören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Wie sieht's aus? Ja, lass hören, Alter. Danke, vielen Dank, ein wunderbares Publikum. Keine Zugaben, Quark. Du hast den Krötenrap gelernt. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter. Selbst leblose Gegenstände. Spielst du diese Melodie, wird sich manches in deiner Umgebung etwas lebendiger fühlen. Okay. Ich weiß auch schon genau, wo ich sie spielen muss. Oh ja. Oh ja, Leute. Oh ja. Ja. Okay. Genug ausgerastet. Genug ausgerastet. Let's go. Bam, 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 bam. Tschüssi. Bam, tschüssi. Bam, tschüssi. Nee, den brauchen wir jetzt nicht. Moment mal. War hier in so einer Hülle noch irgendwo eine Zaubermuschel, die wir noch nicht holen konnten, oder? Die haben wir schon. Und das da oben war mit Rennen. Mit Rennen war das. Ne, ich glaube, dann dürften wir vorerst alles haben. 28. Zumindest alles, wovon ich wüsste. Dum, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Und irgendwo hatten wir neulich 100 Rubine gebraucht. Wo war denn das nochmal? Wo war das nochmal? Ach, das war bei der Floßfahrt, ja, genau. Badadam bam 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 bam. Na gut, was jetzt auf jeden Fall witzig ist. Oma ist nicht hier, sie ist nach Zoolof gegangen. Das hat Opa Aurira mir am Telefon erzählt. Der spricht ja sonst mit niemandem. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Hier ruht der fliegende Gockel. Okay. Ja, okay.
Der fliegende Gockel. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussehen wird im Original. Das sah ein bisschen creepy aus, wenn ich mal so sagen darf. Der fliegende Gockel. Wart. Uah. Im Original hat es noch ganz ekelhaft geblinkt. Wie auch der Gockel sein Dings hochhebt. Cool. Unglaublich, der Gockel lebt ja wieder. Und nett scheint er auch zu sein. Ja, ich kann jetzt nämlich jedes Mal hier den Gockel hochheben. Dann kann ich mit dem Gockel fliegen. So, sogar die Dingens hoch. Okay, ist ja witzig. Okay. Im Original war es begrenzt, wie lange man mit ihm fliegen konnte. Der hat einem irgendwann wieder runtergelassen, aber hier ist der ja mega krank drauf. Ist ja witzig. Komm mal mit. Ich habe nämlich schon einen Plan, wo ich mit dem hin will. Aua. Moment mal. Oh. Moment mal. Das klang verdächtig nach Buddeln. Ah, okay. Eine Saubermuschel. Cool. Cool, cool, cool. Schön. Au. Und gleich wieder aufheben. So, und hier war nämlich eine Muschel, die man sich im Original verbauen konnte. Aber hier kommt man jetzt zur Not auch mit dem Enterhaken hin, wie ich sehe. War im Original nicht so. Zack, eine Zaubermuschel. Oh, dann kannst du was Feines bekommen. Okay, cool, danke. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 30. Dann lass uns doch nochmal zum Muschelbazar gehen. Oder fliegen wie ein Vogel. Aua. Der Muschelbazar. Der Muschelbazar. So, kommt er mit rein oder bleibt er draußen? Oh, was bekommen wir? Was bekommen wir? Ich bin so aufgeregt. Öffnen wir es. Na, ein Kammerstein. Ach je, stimmt ja, okay. Da könnten wir auch mal wieder eine machen, aber ich glaube, diesmal würde ich die dann eher offscreen vorbereiten, ne? Denn, weil das ist ja für euch eher uninteressant. Sofern nicht nochmal ein Tutorial kommt. Wenn ja, lese ich kurz den Tutorial-Text und mache den Rest dann offscreen, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich finde das so cool, dieser Gockel. Oh komm. Weg mit dir und weg mit dir. Aber schauen wir mal, ne? Schauen wir einfach mal. Bambusteich, nein. Boris Hütte, da wollen wir hin. Und auch der Gockel dreht voll durch. Bock, bock. So. Boris. Oh, Boris. Bäcker. Kann auch sein, dass der noch Zaubermuscheln hat, wenn so viele dazugekommen sind. Typi. Oh, Gesellschaft ist mir immer willkommen. Du siehst aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich ein wenig und erzähl mir davon. Okay, bleibt ein Weilchen und hört zu. Holla, das ist ja meine Geschichte. Du scheinst einen neuen Kammerstein, hast einen neuen Kammerstein. Lass mich schnell eine Kammer draus machen, ne? Also, dies hier hin, das da hin, dann hier mit dem Meißel. So, da hast du. Okay, cool. Neue Kammern erhalten. Setze sie ins Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Bauen? Gibt es nochmal ein Tutorial bauen oder? Kammern verbinden. Okay.
auf hellgrauen Feldern oben rechts kannst du keine Kammern platzieren. Nur über Kammern mit Treppen erreichst du die Felder dahinter. Darum geht es bei dieser Herausforderung. Du wirst lernen, wie du Treppen einsetzt, um größere Entfernungen zu überbrücken. Oder du kommst eben nicht weiter. Okay. Okay. Boah, ganz viele neue. Was zum... Na gut, was ist das hier denn? Ich glaube, das sind Bosse? Okay. Ja, aber was ist... Sind das Starträume? Ach, das sind Starträume, ne? Okay. Okay. Ich verstehe. Ich mache jetzt was ganz Simples einfach mal. Oha, wie viele ich einfach von den Zweiern jetzt habe. Aber ich will so einen. Machen wir mal den hier. Hä? Ach, da darf keiner mit... Hä? Nee, ich check's nicht. Zurücklegen. Der hat eine Truhe, der hat auch eine Truhe. Dann nehmen wir halt den hier mal. Ja, aber wieso? Ach so, ich verstehe. Machen wir mal einen nach unten weg. Zack, zack, zack. Ja, komm, bei der neuen Implementation finde ich den hier eigentlich ganz witzig. Mit den Dingern hier. So. Und jetzt brauchen wir noch einen mit Treppe, mit Ruhe. Sehe ich das richtig? Überprüfen. Ja, nee. Ich will es nicht überprüfen. Ich will einen mit Ruhe, mit Treppe. Aber so einen doch nicht. Hat hier keiner eine Treppe? Komm schon, hier muss doch irgendwo einer mit Treppe dabei sein. Der hier, ja, da haben wir noch einen mit Treppe. Okay. Schade, dass man nicht mit Treppe filtern kann, ne? Aber, na gut. Ah, schade. Den kann ich dann aber nicht setzen. Och, Manno. Habe ich nicht noch einen anderen mit Treppe? So oben links zum Beispiel? Ja, habe ich. Dann nehme ich den hier. Dann kann ich diesen Zico-Turm hier setzen. So. Und dann machen wir hier noch so einen doppelten. Dann schmeißen wir da halt mal... Den schmeißen wir da rein. Den hier. Geht nicht. Ach, da muss einer mit Truhe. Ah, okay. Dann gehen wir halt so und schon mal, ob wir hier einen mit Truhe haben. Ja, haben wir. Cool. Ja, komm, nehmen wir den. Keine unverbundene Kammern vorhanden. Kann ich die hier... Ich muss die doch irgendwie verbinden können. Überprüfen. Nein. Wie verbinde ich diese dämlichen Kammern jetzt, weißt du? Ja, du wirst hier lernen, wie man Kammern verbindet. Ja, danke. Und wie erklärt ihr Deppen es mir vielleicht auch mal? Ach so. Mach den hier mal weg. Weil der auch einen Dingens hat, ist das nicht verbunden, okay. Dann nimm den hier. Und jetzt nehmen wir einen Zweier, der nach oben geht. Haben wir da irgendeinen, wo so ein Kristallschalter drin ist? Nee. Ich hätte gern einfach irgendwo noch so einen Kristallschalter. Ja, egal. Dann knall den mal hier hin. So, überprüfen. Keine Bosskammer vorhanden. Ah, okay.
Ja gut, dann schaue ich halt mal vielleicht, dass ich das noch fertig baue. Machen wir den hier so. Ein Zweier nach oben. So. Und dann noch irgendwie eine Bosskammer. Ach, die gehen immer nach oben, ne? Okay. Ja, dann nehmen wir mal den hier.